Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder Zeit für die Jagd. Es geht weiter. Vier Booster sind wieder besorgt. Das Rainbow Glurak lässt weiterhin einfach nur noch auf sich warten. So langsam wird es wirklich mal Zeit. Aber ich würde sagen, heute bin ich da guter Dinge, dass endlich auch mal wieder ein richtig ordentlicher Pulver rumkommt. Denn wir haben heute, wie ihr seht, alle Artworks. Alle vier Artworks. Das habe ich schon... Ja, was heißt länger nicht mehr gehabt? Es ist schwieriger, da dran zu kommen. Egal, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Mit dem ersten Machado Pack. Moment, ich zeige euch vorher nochmal den Pot. So, aktuell. Pot. Darkrai Holo. Diancie Holo. Vileplume bzw. Gifloin Holo. Cosmog Holo und Deoxys Holo. Und weil ich das einfach sowieso vorhatte, werde ich jetzt noch einmal das Alola Mauzi, was aus den Burning Shadows Blistern kommt, noch einmal mit auf den Pot draufpacken. Dass wir dann in Summe bei 6 Holos sind. Ich hoffe, dass mittlerweile, also jetzt demnächst, wenigstens mal eine GX-Karte kommt oder so. Weil das wäre wirklich schön. Egal, los geht's! Mit dem ersten Burning Shadows Pack. Weiterhin für jeden guten Hit, den wir haben, gibt es auch den Code, also fürs Online-Spiel. Das heißt, jedes Mal, wenn was Gutes gezogen wird, dürft ihr euch über einen Code freuen. Und die restlichen Codes behalte ich. Ich werde sowieso ab April möchte ich ab und zu ein bisschen TCGO live spielen. Und ich denke, da ist das ganz gut, wenn man da ein bisschen Auswahl hat. Will zwar kaum einer haben, diese Codes, aber besser als nichts. So, wir haben ein Pikachu in Reverse und die erste Rare für das Opening. Ist ein Alola Radikal in Non-Holo. Ja, machen wir mal so, legen wir mal den Bulk beiseite und wenigstens die Reverse-Holos da oben hin. Weiter geht's mit einem Tapu Fini. Oder Kapu Kime. Wie auch immer man das sehen möchte. Wir haben eine Pflanzenenergie. Und starten mit Togedemaru, Dupada, Cutiefly, Riolu, Alolan Grimer, Acerola, Wishful Baton, Metapod, eine Reverse ist das, beziehungsweise ist Simisear, und die Rare ist Crabominable in Non-Holo. Pack den Bulk mal so halb aus dem Bild raus, beziehungsweise komplett aus dem Bild raus, den brauchen wir ja nicht. So, das Ho-Oh-Pack wird uns jetzt Glück bringen. Weil ey, ich verstehe halt nicht, ich habe jetzt, glaube ich, die letzten Wochen wirklich immer aus Blistern versucht, die Produkte zu nehmen, also halt einfach Blister als Produkte zu nehmen. Weil das einfach, ich habe bei so vielen gesehen, die das aus Blistern gezogen haben, das Glurak, dann dachte ich, komm, ich hole auch Blister. Und ich habe jetzt bestimmt auch schon wieder 20 Blister insgesamt benutzt. Ja, und es kommt irgendwie nichts bei rum. Also, bei den Shadows habe ich gerade echt nicht viel Glück. So, wir haben ein Alola Radikal, was immerhin schon mal eine Rare ist. Und dahinter haben wir ein Salazzle in GX. Und das Salazzle habe ich mit Sicherheit schon, weiß ich nicht, 8 Mal oder so gezogen. Ist auch mittlerweile echt, glaube ich, in fast jeder Woche im Pott gewesen. Das heißt, dieses Salazzle wird auch wieder in den Pott wandern. Somit haben wir immerhin eine GX-Karte dabei. Und wie versprochen, für den Hit gibt es einen Code. Viel Spaß damit. Und weil ich so gütig bin, gibt es einfach, weil ich hier noch einen rumliegen habe, Alola Mauzi, was ich heute in den Pott getan habe, auch nochmal als Code. Gönnt euch! So. Können wir jetzt noch auf Last Pack Magic hoffen? So eine schöne Rainbow Rare Secret Rare. Ich besitze noch keine einzige Secret Rare Energie. Deswegen wäre das ziemlich cool, wenn ich da mal was ziehen könnte. Aber gut, los geht's.
schon mal als kleine Ankündigung vorweg, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im April mit der Jagd pausieren. Steht noch nicht ganz fest, aber ich hätte ein paar andere Ideen, dass wir die Jagd mal einen Monat auslassen, um mal so ein bisschen wieder ein bisschen Varianz in den Kanal zu bekommen, weil momentan ist ja wirklich das Burning Shadows Thema ist sehr hoch im Kurs und ich möchte noch ein bisschen ein paar andere Sachen machen, deswegen vermutlich im April keine Jagd. Das ändert nichts daran, dass ich hier noch diesen Mord gewinnen könnte. Ab nächster Woche ist Übungsanmeldung, habe ich aber gerade schon mal gesagt. So, wir haben ein Horsey in Reverse und die letzte Rare für das Opening ist ein Meowstick in Non-Holo Rare. So, das bedeutet, wir haben zwei Karten heute für den Potter zu bekommen, und zwar Salazzle GX und Alola Mautzi in Holo. Das heißt, wir stehen momentan bei 7 Karten. Ist von der Anzahl her ein ganz netter Pot, denke ich. Gut, es könnten noch ein paar schönere Karten rein. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine einzige Rainbow Rare verlosen können. Ich hoffe, das werden wir demnächst nachholen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Restsonntag. Das Wetter ist ja ganz in Ordnung, denke ich. Bei mir zumindest. Ich hoffe, bei euch auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, um an solchen Sachen wie dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das sollte dann am Mittwoch sein, denke ich. Ja, am Mittwoch gibt es ein neues Video von mir. Bis dann, euer Kami. Ciao.